Jo, hallo Leute! Euer Bäcker heute wieder am Start mit einer weiteren Folge von Mafia 2. Es dürfte jetzt Folge 14 sein, wenn ich mich nicht täusche. Wir waren ja bei der letzten Folge dabei, hier Zigaretten illegal zu verkaufen, die Leiche zu entsorgen. Und jetzt machen wir uns zurück auf den Weg zu Eddie, wo wir hier den Lastwagen, glaube ich, abstellen müssen. Wie ihr hier Joe schon gesagt habt bei der letzten Folge, wir haben... Opa! Du fährst wie meine Großmutter, weißt du das? Jo. Was soll das Gejammere? Wirklich, jammer nicht so viel, Joe. Wir haben hier richtig Umsatz gemacht. Das waren nämlich satte 6 Dollar, Leute, müsst ihr euch vorstellen. Für diese Scheißarbeit hier. Ich hoffe, dass ihr Eddie jetzt noch ein bisschen was springen lasst. Für diese Kackarbeit, aber das werden wir hoffentlich bald mal sehen und hoffentlich bald mal ein bisschen Kohle hier einnehmen dadurch. Ich bin immer noch krank wie einige Folgen zuvor schon. Tut mir leid, also wenn ihr mal husten oder so hört, einfach ignorieren. Wenn ich mich ankotzen sollte... Ah, Kopf, ist scheißegal. Wenn ich mich ankotzen sollte, hört ihr sicher, wenn das Mikrofon auf einmal ein Wassergeräusch macht oder so. Auch alles nicht so schlimm, hätte ich mal gesagt. Was ich gesagt habe. Läuft alles wie geschmiert. Okay, alles wie geschmiert. Das erledigt fast für gestern Nacht. Fast. Na komm, wie willst du das toppen? Du bist an der frischen Luft, in guter Gesellschaft und verdienst einen Riesenhaufen Knete. Gar nicht übel für einen Kerl, der gerade aus dem Kittchen kommt. Okay. Wenn's so weitergeht wie jetzt, dann ist alles vergeben und vergessen. Das ist der Vito, wie ich ihn kenne. Gleich sind wir da. Ein Riesenhaufen Knete. Fucking 6 Dollar, wie gesagt. Aber vielleicht bekommen wir jetzt einen Haufen Knete. Mal schauen, wie es ausgeht. Wer ist jetzt da? Hey, eine Stange Blues bitte. So, wir verkaufen weiter. Gib eine Stange Blues. Blues, jawohl. Blues kommen sofort. Okay, her damit. Hast du nur Autofahren gelernt hier? Hier, bitte schön. Bis zum nächsten Mal. Hi, ich nehme eine Schachtel Reds. Eine Stange Reds, Vito. Eine Stange Reds, komm sofort, Joe. Eine Stange Red Joe. Bingo. Hier, bitteschön. Hier, bitte. Schnaps ist weg. Oh, weia. Ich wusste, dass irgendwas passiert. Was verkaufst du, Kumpel? Willst du nur glotzen oder vielleicht auch was kaufen? Wer weiß. Wir verkaufen Kippen. 2 Mäuse für die Stange, 100 Mäuse für die Kiste. Ich mach dir einen Vorschlag. Schieb 10 Stangen rüber und wir lassen euch mit einem blauen Auge davonkommen. Gegenvorschlag. Du steigst wieder in dein kleines Wägelchen zu deinen kleinen Freunden und ich tue so, als hätte ich euch nie gesehen. Wie klingt das? Sag mal, hast du Matsch in der Birne, du Fettsack? Das ist unser Gebiet. Wenn ihr hier Geschäfte macht, kostet das. Also zahlt. Du hast Matsch in der Birne. Du weißt wohl nicht, mit wem du hier redest. Du kriegst noch eine Chance. Entweder du verziehst dich oder... Ich weiß, mit wem ich hier rede. Mit einem fetten Spaghettifresser, der in meinem Revier geklaute Kippen vom Lastwagen runterverkauft. Das hätte ich nicht gesagt. Kapiert, Arschloch? Das hätte ich nicht gesagt, okay, mein Freund. Zeig dir, was brandheiße Ware ist. Scheiße, Joe! Verdammt! Was sagst du jetzt? Was ich jetzt sage... Na los, steig ein, wir hauen ab. Okay, schnappen wir uns einfach den Burschen. Das war klar. Hole die Rocker ein. Gib Gas, er entwischt uns. Ich steh schon voll auf dem Gas, Joe. Die Karre geht nicht schneller. Na ja, hat jetzt hier wieder so ein Hyperauto, oder wie? Und ich kann hier wieder mit so einer Gurke rumfahren hier. Aber Hauptsache rotes Dach, das ist wichtig. Ein rotes Dach braucht ein Auto. Muss nicht schnell gehen, braucht nur ein rotes Dach. Und ich mit meinen Fahrkünsten, ey, wie soll ich ihn denn einholen hier? Ich stehe voll auf dem Gaspedal. Ach du Scheiße! Gib Gummi, Auto!
Schau mal, der... Verdammt. Und jetzt? Scheiße. Wir müssen Eddie Bescheid sagen. Ruf ihn von der nächsten Telefonzelle aus an. Den hat man niemals einholen können. Ich bin voll... bin am Gas gestanden, Andy New. Der fährt uns einfach weg. Suche nach einer Telefonzelle. Wie hat gemacht? So. Wie gesagt, wenn man hier runter auf der Autobahn, findet man immer schwer Telefonzellen. Aber irgendwo hier im Ort wird oder hey, in der Stadt. Sind die doch nicht auf der Autorennbahn. Hey, geh eine Runde knacken. Irgendwo hier wird wohl ein Telefon rumstehen. Hoffe ich mal. Ist da vorne aus? Ah ja! Ich Blindschuss. Hier ist doch das Zeichen. Sag mal, was soll der Scheiß? Hey! Hey Kumpel, Ende des Gesprächs. Ja? A piece of ditch! Ach was, du willst jetzt wirklich gegen mich angehen. Du, kleiner... Möchte gern Mafiosi, oder wie? Ausweichen tut er auch noch. So. Jetzt aber. Digga! Verpiss dich! Ja, steht die nächste Alte drinnen. Verpiss dich. So, wenn ich jetzt gegen die Alte auch noch kämpfen muss, will ich auch hoffen. Eddie anrufen. Eddie, ich bin's, Vito. Wir haben ein Problem. Wir haben gerade Zigaretten ausgeliefert, als plötzlich ein paar Halbstarke aufgetaucht sind. Die haben den LKW angezündet. Was? Verarschst du mich? Ihr seid nicht mit ein paar Halbstarken fertig geworden? Was für eine Scheiße ist da abgelaufen? Hör mal, Eddie. Hey, wir können nichts dafür. Sie haben den Truck abgefackelt, bevor wir wussten, was los ist. Und alles ist verbrannt. Okay, wir haben einen von ihnen abgeknallt, aber... Ist mir doch scheißegal. Ich will meine Kohle. Ich habe 2 Riesen für die Karre bezahlt und will sie wiederhaben. Ein Glück für euch beiden Nullen, dass ich Dereks Mann Steve mitgebracht habe. Wir haben gerade darüber gesprochen, was wir mit diesen Pennern machen sollen. Wir kümmern uns jetzt um sie. Steve trifft euch dann im Crazy Horse. Kennt ihr das? Okay, Crazy Horse. Ja, ich weiß, wo das ist. Crazy Horse, geht klar. Steve bringt ein paar Jungs mit. Zeigt ihnen, dass man so nicht mit uns umgeht. Aber keine Schießerei. Das soll wie eine Schlägerei zwischen 2 Gangs aussehen. Ich will morgen in der Zeitung nichts von einem Blutbad lesen. Geht klar, Eddie. Keine Sorge. Wir machen das schon. Fahre zum Crazy Horse. So. Wir treffen uns mit Steve vom Crazy Horse. Die gute Nacht. Einsteigen. Nachricht ist, er wird uns helfen. Die schlechte, dass Eddie die 2 Riesen zurückhaben will. Scheiße. Glaubst du, wir können aus den Typen 2 Riesen rausprügeln? Keine Ahnung. Mal sehen, was Steve so im Schilde führt. Der macht das nicht aus reiner Gefälligkeit. Komm jetzt. Ja, ich hoffe auch, dass wir hier die Kohle wieder bekommen. Ich will mein Geld. Ach, Eddie war am Telefon stinksauer. Und wie? Ich bin gerade auch stinksauer. Wenn diese Arschlöcher nicht genug Geld haben, prügle ich ihnen Scheiße im Wert von 2000 Dollar aus dem Arsch. Dabei. Aber warum arbeitet Steve für Eddie? Er arbeitet für Derek und Derek ist einer von Vincis Bossen. Woher soll ich das wissen? Aber hey, du nimmst trotzdem weiter Jobs von Derek an, oder? Obwohl du für Eddie arbeitest. Wir tun doch alle, was wir tun müssen. Ja, stimmt. Geld ist Geld. Ganz egal, für wen wir arbeiten. Zurzeit zumindest. Langsamer, sonst halten sie uns an. Beherrsch dich, ich bin in Eile. So. Ach du Scheiße, was ist denn das hier für eine Bruchbude, Crazy Horse? Hey, Steve. Hey. Hey, Jungs. Marty, was machst du denn hier? Hey, Joe. Ich bin diesmal mit dabei. Steve braucht Unterstützung und nimmt mich mit. Steve, ist das nicht... Da lernt der Junge mal was. Was wollen wir hier, Steve? Die Typen hängen doch immer in der Gießerei rum. Hier treffen sie sich immer, also fangen wir hier an. Dann fahren wir rüber zur Gießerei und bringen den Job zu Ende. Und wieso hilfst du uns bei dieser Sache? Die Saukerle haben die Karre von meinem Cousin geschrottet. Haben ihn ausgeraubt und ihm 3 Zähne ausgeschlagen. Diese Arschlöcher machen überall in der Stadt Ärger. Letzte Woche halt haben sie... Halt die Fresse. Jetzt rede ich. Schon in der Bibel steht, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und deshalb werden wir mit der Bude anfangen. Was hast du vor? Erstmal aus der Hütte Kleinholz machen. Ach, und wie?
Bin ich auch gespannt. Na damit. Ja, oh yeah. An die Arbeit. Es geht los, Jungs. Macht Thompson. Mit oder steht uns wenigstens nicht im Weg rum. Den Wichsern reißen wir den Arsch auf. Was für eine Scheiße geht denn hier ab? Demoliere die Bar. Das macht Spaß. Gerne, yes. Hatte ich die Physik damals schon, schaut euch das an. Das bringt Spiele nicht mal jetzt zusammen. Einfach zu geil. Okay, das reicht. Zeit für ein kleines Geschenk. Vito Marti, ich habe Molotow-Cocktails im Kofferraum. Hol sie und schmeiß sie rein. Mit Vergnügen, Steve. Molotow-Cocktail. Hey! Hallo? Was machst du? Check! Wird eine Leere sein! Wow! Ja! Okay, und jetzt auf zur Gießerei. Steigt ein, Jungs. Wir treffen euch zwei am Haupttor. Bis gleich. Eh klar, Leute. Warum kann ich jetzt nicht ein... Ah, jetzt geht's. Einsteigen. Ah, durch die Motorhaube einsteigen. Geht auch. Alles klar. Ja, whoppa. Meine Fahrskills. Boah, der Typ, der kann gut Auto fahren. Habt ihr das gesehen? Weg ist er. Da vorne ist er. So, jetzt bin ich gespannt, was wir mit der Gärtnerei machen. Ah, wir sind schon hier. Geht gar nicht so weit. Fuck! Schöne Karre. MPB Forge. Sieht aber nicht aus wie eine Gärtnerei. Eher eine fette Fabrik. Was habt ihr hier zu suchen? Wir sind der scheiße Spur gefolgt. Oh ja, Jungs. Jetzt gibt's aufs Maul. Nächster. Ha, sehr gut. Euch mach ich kalt. Joe, pass auf! Danke, Kleiner. Scheiße, die haben Kanonen. Macht sie fertig. Gib mir Deckung. Zu meine. Ich geb dir Deckung. Greif an! Gib Acht! Vor dir scheiße ich mir nicht in die Hosen! Nicht so zimperlich, Jungs! Wirklich? Ich zum Feind haben. Ihr wisst nicht, mit wem ihr es zu tun habt! Los jetzt! Fick dich! Leg ihn um! Auf geht's! Scheiße, Abmarsch! Oh, guter Schuss! Thanks, Leute! Das ist alles? Wo ist denn? Ja, hier! Na, nicht schlecht, was? Gib mir Deckung, Blödmann! Ich geb dir Deckung! Los! Du bist mausetot! Komm her, wo bist du? Jenseits. Hier ist er. Nachladen! Weg bist du! Hey, lass mir noch einen übrig! Wenn du mir sagst, wo noch einer ist, im Radar sehe ich sie, aber ich sehe sie so nicht. Schleich mich ran! Ah, hier! Bist du okay? Wow! Aus, als es ist. Was ist ein Idiot. Komm schon! Kommt her! Und los! Ich gebe euch Deckung! Treffer! Wow! Ah, viel Schuss haben wir nicht mehr. Wo steht denn der letzte Penner? Hier ist er. Ja, kommt her. Gib mir irgendeine andere Waffe. Weiter geht's.
Wo sind denn hier alle? Uns zieht keiner ab. Kommt hier. Revanche. Revanche ist real. Ja, lauft um euer Leben. Ah. Bringt das Laufen auch nichts? Wow. Jetzt geht's ab, Leute. Jetzt geht's hier ab. Jetzt geht's hier ab. Die haben hier schon Schrotflinten. Okay, das ist hier Joey. Das Schwein hat mich erwischt. Mist. Hast du das beim Militär gelernt? Wo ist die Schrotflinte hin? Geht's? Sag was! Nein? So eine verdammte Scheiße. Eine Schrotflinte für mich? Das ist alles? Dann blüht das mich, du Arsch! Macht ihn alle! Yeah, nicht schlecht, Vito. Komm jetzt. Fall halt um, du Saftsack. Oh, hier oben. Haben wir ihn schon. Headshot. Wow, wow, wow. Gib acht, Vito. Versteck dich hier nicht zu behindern. Ist der fällig. Nein, 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 nein. Wow, danke, Leute. Ich bin wieder da. Dankeschön, Joe. Danke. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Hast du das gesehen? Gib mir Deckung. Ich hab ihn erwischt. Wow. Lass mir noch was übrig, Arschloch. So. Schauen wir mal, wer hier zuletzt lacht. Gut, Victor, los jetzt. Wow, wow, wow. So, was haben wir denn hier noch? MP! MP! Oh! Jetzt geht's los! Hey, hältst du dumm? Ah, das schaffe ich schon, Martin. Go! Wow. Du schießt wie meine Schwester! Wow! Weiter so, Vito! Bin ich gut! Gib mir Deckung! So, Jungs, ich hol mir mal hier oben kurz Munition. Warte noch, bitte. So. MP40 aufheben. Haben wir sie schon. Und weiter geht's. Wo seid ihr? Ach, habt ihr schon alle erledigt? Ja, sauber. Ich mach dich fertig. Das hier ist schwer aus dem Ruder gelaufen. Das wird Eddie gar nicht gefallen. Eddie wird's verstehen. Was hätten wir tun sollen, uns umlegen lassen? Diese verdammten Arschlöcher machen jetzt keine Schwierigkeiten mehr. Nie wieder. Und was jetzt, Steve? Jetzt? Jetzt fahre ich nach Hause, esse ein Steak, nehme eine Dusche und gieß mir einen hinter die Binde. Na dann, viel Spaß dabei. Joe und ich haben noch was vor. Wir sehen uns später. Na ciao Leute, wir sehen uns später. Scheiße, wo nehmen wir die zwei Riesen für Eddie her? Sag mal, wie viel könnte so eine Karre bringen? Mann, Vito, du bist ein Genie. Diese Babys sind nicht billig. Ich wette, für den hier rückt Derek mindestens einen Riesen raus. Okay. Hab ich auch. Okay, Leute, was müssen wir denn machen? Verkaufen einen Hotshot im Hafen an Derek. Okay, ich würde sagen, das war's auch schon wieder von dieser Folge. Wir wurden ein bisschen, ja, sag ich mal, ins Minus geworfen mit den Zigaretten, die sie uns verkackt haben, aber wir haben uns revanchiert bei den Pissern. Jetzt verkaufen wir natürlich die Autos bei der nächsten Folge. Mal schauen, was dann noch auf uns zukommt. Ich sage wieder danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch bitte ein Abo da. Wir würden uns darüber freuen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge, Leute. Ciao, ciao.